Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 15 Fakten über Til Schweiger. Fakt Nummer 1: Karrieresprungbrett Porno. Bevor Til Schweiger ein gefragter Leinwandheld war, hat er sein Geld in der Pornoszene verdient. Schweiger war Synchronsprecher für Erotikfilme. Fakt Nummer 2: Sätzen 5. Eigentlich wollte er Professor werden und studierte Germanistik fürs Lehramt. Das hat er aber genauso abgebrochen wie später das Medizinstudium. Fakt Nummer 3: Dieser Wunsch blieb unerfüllt. Den einzigen Wunsch, den ich mir nicht erfüllen konnte, war keine Trennung zu haben, sagte Til Schweiger. Nach 12 Jahren Beziehung hat er sich 2005 von Ehefrau Dana getrennt. Die beiden haben sich jedoch nie scheiden lassen. Fakt Nummer 4: Er mag Kurven. Nicht nur vor der Kamera umgarnen ihn die schönsten Frauen. Doch von den Modelmaßen à la 90-60-90 hält er wenig. Wie er sich den perfekten Frauenkörper vorstellt, lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger, sagt er. Fakt Nummer 5: Mit Vollgas in die Ehe. Um die Hand seiner Frau Dana hat er nach 5 Tagen angehalten. Ihre Antwort: nicht so schnell. 2 Jahre später, 1995, haben sie geheiratet. Fakt Nummer 6: Jungbrunnen Natur. Schweiger benutzt keine Parfums und Cremes. Um sich vital zu halten, hat er einen Trick von Paul Newman abgeschaut. Der hat mir mal erklärt, dass er sich jeden Morgen Eiswasser ins Gesicht schüttet. Seitdem dusche ich jeden Morgen eiskalt. Fakt Nummer 7: Das größte Laster. Sein Laster: das Rauchen. Immer wieder hört er auf und fängt wieder an. Dabei schaffte er sogar schon mal 3 Jahre mit Nikotinabstinenz. Fakt Nummer 8: Angst vorm Alleinsein. Der Schauspieler kann nicht gut alleine sein. Höchstens mal eine halbe Stunde. Generell bin ich nicht der Typ, der gern alleine ist. Fakt Nummer 9: Familie an Stelle 1. Bereits mit 20 wollte Til gerne Vater sein, aber meine damalige Freundin konnte sich das nicht vorstellen. 32 war er schließlich, als Sohn Valentin 1995 zur Welt kam. 3 Töchter, Luna, Lilly und Emma, folgten. Fakt Nummer 10: Er will kein Sexsymbol sein. Dass er lang als das männliche Sexsymbol im deutschsprachigen Kino gehandelt wurde, nervt den Hamburger. Es hat gedauert, bis ich damit Frieden gemacht habe. Bis Mitte 30 hat es genervt. Ich bin nicht nur sexy, da ist auch schon was in der Birne. Fakt Nummer 11: Aus Liebe zum Beruf. Aus Liebe hat es Til Schweiger in die Filmbranche verschlagen. Da war eine intensivere Liebschaft, die Schauspielerin war. Und Uta hat immer gesagt: werde doch Schauspieler. Fakt Nummer 12: Fate-Premiere. Als ihn sein Vater, ein Oberschullehrer, zum ersten Mal in Biedermann und Brandstifter auf der Bühne sah, ist er eingeschlafen. Fakt Nummer 13: Starkes Elternhaus. Schweigers Eltern lebten sehr bewusst und überschüssiger Wasserverbrauch war verboten. Man hatte ständig ein schlechtes Gewissen, wenn man geduscht hat oder die Heizung an und Fenster auf. Das ging gar nicht. Fakt Nummer 14: Kind geblieben. Es fällt ihm schwer, sich als Mann zu fühlen, denn ich bin erwachsen, aber verhalte mich nicht immer so. Ein Erwachsener hat das Spielerische verloren, das habe ich nicht. Fakt Nummer 15: Seine neue. Paparazzi haben Schweiger zusammen mit Model und Stewardess Sarah abgelichtet. Beim Spaziergang an der Alster und beim gemeinsamen Abendessen. Er hält sich dazu allerdings noch sehr bedeckt. So, das war schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video und ciao.